Moin und herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Ich habe einen Tag Pause gemacht, wie ihr mitbekommen habt, weil meine Stimme so gut wie weg war durch den Husten. Jetzt geht's langsam wieder, deswegen denke ich, dass ich heute eine Aufnahme hinkriege. Ich werde mich aber häufiger räuspern als sonst. Okay. So. Ja, wir hatten einen Plan, ne? Und zwar, was ist denn hier drin? Nix. Ich habe mir das nochmal durchgelesen hier und ich glaube, wir müssen den Plan ändern, denn ich traue dem Ganzen nicht so richtig. Hier steht, er erhält bis nach der nächsten langen Rast einen Bonus. Ich finde diese Formulierung echt komisch. Bis nach der langen Rast. Heißt das jetzt den ganzen Tag danach noch? Oder nur zwei Züge? Oder bis zur langen Rast, die danach kommt? Irgendwie traue ich dem nicht. Oder ist das einfach nur eine blöde Definition für bis zur langen Rast? Sonst steht ja eigentlich immer bis zur nächsten langen Rast. Bis nach... Also, kurz gesagt, ich traue dem nicht und deswegen ziehen wir das jetzt durch. Wenn das danach, nach der langen Rast immer noch da ist, dann ist schön und gut, aber irgendwie, weiß ich nicht. Könnte ich mir fast schon denken, dass das vielleicht, ich weiß nicht, das klingt nicht so hundertprozentig und ich will diese Chance jetzt nicht verpassen. Also, machen wir jetzt Folgendes. Ich habe mir Folgendes überlegt. Klappe. Das kann er noch. Gut. Dann gehen wir jetzt mal jemanden beißen. Und ich habe über nachgedacht und ich könnte mir vorstellen, dass es hier noch jemanden gibt. Nämlich da. Was? Wo, wie, was, wie, Rucksack erhalten? Da. Hier war doch mal dieser Vampirjäger. Den haben wir ja einfach da stehen lassen. Vielleicht steht er ja noch da. Das ist der Einzige, der mir eigentlich einfällt. Der auch nicht schlimm ist, wenn er böse wird. Aber mit ein bisschen Glück wird er vielleicht gar nicht böse. Denn da steht ja... Na nun, mach hin, damit ich das lesen kann. Da steht die... Ja, so. Das Ziel kriegt keinen Schaden, wenn du versteckt bist. Okay, pass auf. Wo war denn das jetzt hier? Warte, hier rein. Ja, der ist noch da. Siehst du, der ist noch da. Das ist cool. Pass auf. Seid ihr alle da? So. Trennt euch mal. Beziehungsweise trenn du dich mal. Geh du mal da hinten hin. Ich hoffe, das funktioniert, ey. Jetzt schleichst du. Quatsch. Nein, 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 nein. Keep your distance, darling. Du schleichst jetzt. So. Ich hoffe, das funktioniert. Er ist nicht böse. Das ist gut. Dann kommt mal mit. Alle wieder zurück. Pop, pop, pop. Na. Und du bist jetzt glücklich. So. Plus eins auf Rettungswürfe. Alles klar. So. Jetzt gehen wir ins Lager. Wir sind sogar in unserem alten Lager. Was machst du denn hier? Ja, mach mal ein bisschen Fitness. Wir sind in unserem alten Lager. Die ist auch da, okay. Wo ist er denn? Wo? Hier steht er doch immer rum und liest, ne? Genau. Du...
Genau, du kriegst jetzt. Du kriegst jetzt. Nee, du kriegst jetzt den anderen Umhang. Rettungswürfe plus 1. Zack. Dann kriegst du jetzt den Stab. Ja, und deine Rüstung ziehst du mal kurz aus. Ups. Egal, bist halt nackt. Sieht ein bisschen bescheuert aus, aber na gut. Haben wir irgendwas anderes, was wir dir anziehen können, solange? Nee. Sorry, musst du halt nackt machen. Nackt lesen. So, du hast jetzt das dicke Schwert. So, pass auf. Jetzt hast du. Das müssen wir mal nachlesen, warte. Jetzt hast du. Ah ja. Plus 4 auf Rettungswürfe. Plus 4 von Weisheit. Plus 1 von Glücklich. Plus 1 vom Umhang. Aber der starb noch nicht. Weil du immer noch gerüstet bist, anscheinend, ne? Ne, Quatsch hier. Du hast immer noch Rüstung an. Das ist eine Rüstung, alles klar. Ziehen wir die auch aus. Zack. Okay. Jetzt. Genau. 4, 5, 6, 8. Gut, pass auf. Du Let's get going. ziehst jetzt deinen anderen Stab wieder an. Und ich hoffe, du kannst damit noch segnen. Nein, schade, darfst du nicht. Schade, darfst du nicht. Aber darfst du das machen? Was war nochmal das? Singen, kreischen, ja. Charisma, Intelligenz, Weisheitsrettungswürfe. Okay. Ein Bonus von 1d4. Es kann also bis zu 4 sein. Gut. Dann machst du das. Du machst das. Du kannst entweder einen Segen machen. Das wäre dann wieder ein Plus. Ne, ist auch wieder ein D4 auf Rettungswürfe. Ja. Dann könnten wir also mindestens 2, höchstens 8 auf deine Rettungswürfe packen. Also das müsste ja wohl reichen, oder? Ich meine, am liebsten würde ich natürlich das machen. Nee. Oder? Ja doch, oder? Doch, du musst auch auf Weisheit würfeln, ne? Dann hättest du nämlich 2 Würfel. Haben wir noch eine Schriftrolle mit Attribut verbessern? Das ist eine Konzentrationsgeschichte, ne? Weil das ist auch Konzentration. Ja. Und das ist auch Konzentration. Aber du kannst ja eine Schriftrolle lesen. Haben wir eine Schriftrolle mit Attribut? Heißt auch Attribut verbessern, ne? Ne, sieht nicht so aus. Haben wir irgendeine andere Schriftrolle, die sowas könnte? Nein, nein. Blindheit, brennende Hände haben wir ganz viele. Dunkelheit, dunkle Sicht haben wir auch ganz viele. Wieso stackst du die eigentlich nicht? Kannst du die nicht stacken? Doch, kannst du eigentlich schon. Das ist viel einfacher so, Mann. Das ist so ein Eissturm. Was macht der? Ein Verbündeter. Irgendwelche Tentakel, falsches Leben, haben wir auch zweimal, komm, zack. Oh, ey, komm. Alles, was wir stapeln können, stapeln wir mal eben schnell weg hier nebenbei. Euch auch. Huch. So, das sieht aus wie ein Feuerball, genau. Den haben wir auch zweimal, sehr schön. Fliegen brauchen wir gerade nicht, flimmern brauchen wir, was ist denn flimmern überhaupt?
Aha, dann bist du weg. Alles klar. Das kann weg. Fürchten ist auch doof. Gedanken wahrnehmen haben wir auch ein paar Mal. Glyphe des Schutzes, hypnotisches. Habe ich das jetzt eigentlich mal eingestellt, das mit der Glyphe des Schutzes hier? Jetzt wollte ich ja letztes Mal schon machen, ne? Da ist sie. So, Glyphe des Schutzes, hypnotisches Muster, Kälte, Klopfen, Wahnsinn ist genau das, was wir nicht wollen. Das ist eine Rüstung, nehme ich an, ja. Davon haben wir auch schon so viele hier. Mit Toten sprechen. Nebelschritte. Monster festhalten. Noch mehr festhalten. Wolke, Plage, Rückzugsschlaf. Hier gibt es auch wieder ganz viele. Das ist, glaube ich, gegen Böses, ne? Ja. Schutz für Energie, Schockgriff, Schmieren haben wir auch mehrmals. Das haben wir auch mehrmals. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass wir schon so viele so oft haben. Flimmern hier, Farben, Steinhaut, auch geil, ne? Halber Schaden, ja. Strahl der Übelkeit hatten wir, glaube ich, da oben schon mal irgendwo, ne? Ja, gehe ich jetzt nicht nochmal hin. Also, was haben wir noch? Da. Ups. Verwirrung. Verlangsamen. Vergrößern. Unsichtbar Vampirberührung. Ja, ich glaube, sowas wie irgendwas, was Weisheit gibt, haben wir noch nicht gefunden, ne? Geschicklichkeit plus 1. Schade. Also darf er eh nicht auf anziehen, weil er muss ja nackt sein jetzt hier. Was haben wir noch für Ringe? Haben wir da noch irgendwas? Haben wir irgendeinen Ring, der noch irgendwas Richtung Rettungswürfe gibt? Allgemein Rettungswürfe. Wenn du eine Kreatur heilst, erhält sie zwei Züge lang Rettungswürfe. Heilen kann ich dich sogar noch. Ich könnte dich heilen. Gut, ja. Rüstungsklasse, nö, du brauchst das. Licht, Zaubertrick, ne. Habe ich noch irgendeinen Ring mit Segen? Egal. So, wie machen wir das jetzt? Also, du kriegst jetzt gleich einen Segen. Dann kriegst du Fala Aluf obendrauf. Dann bekommst du noch eine Heilung. Und dann musst du ganz schnell die Bücher lesen. Weil zwei Züge ist ja auch nicht so lang, ne? Die habe ich alle geguckt gerade, ne? Ne, habe ich nicht. Eismesser, Nebelschritt, Säureschaden, Religion. Resistent, Springschild, Ja, wir müssen uns auch mal angucken, dass wir die alle irgendwie hier mal. So, pass auf, jetzt notieren wir das mal kurz nach Typ. Bums, so. Das wird jetzt witzig. Komm mit, Kollege. Ja, du hast das noch, ne? Ja, gut. Die beiden hat er noch. So. Ich glaube, das Buch war hier, ne? Don't mind if I do. Ja, sieht so aus. Schön aus. So, pass mal auf. Welches ist es? Bestimmt das. Nee? Dann das. Ja. Verdrehte Bindung. Keine Ahnung. Komm mal hier hin. Wer macht hier solche komischen Geräusche? So, jetzt muss ich echt jetzt muss ich echt aufpassen. Ja,
Was ist besser? Vorteil oder ein D4 Rettungswürfe? Ich würde eigentlich fast sagen, Vorteil ist besser, ne? Zwei Würfel ist besser als ein Würfel plus 4 höchstens. Das bedeutet, du musst jetzt diesen Trank trinken. Gott, wie hieß der denn? So einer hier. Ja, das ist genau der richtige, tatsächlich. Nach 2 Zügen erwachst du und erhältst den Nutzen einer langen Rast. Das heißt, dann kann sie wieder das hier machen, ne? Sehe ich doch richtig, oder? Ja, sehe ich richtig. So. Dann kann sie aber keinen Segen mehr machen. Kann irgendeiner noch Segen hier machen? Nee. Oder? Was ist eigentlich mit Yahera? Kann die segnen? Weiß ich nicht. Ist das besser als Segen? Ich meine, im geilsten wäre das, im besten Fall wäre das eine 4, ne? Dann wäre das eine 4 auf Rettungswürfe, das wäre cool. Bringt mir aber nichts, wenn ich eine 2 würfle. Ne? Vorteil ist besser, ich glaube. Und wenn ich dich heile, kriegst du ja eh nochmal plus 4 obendrauf, ne? Das ist das gleiche. Das ist ja ein Segen. Pass auf, das ist ja ein Segen. Meine Güte. Ja, ich weiß. Ich ist schon 20 Minuten und so. Aber das ist ja jetzt so eine Sache, die muss man echt vorbereiten. Komm mal her. Deine Laterne. Du trinkst jetzt den Trank. Du trinkst jetzt das da. Bums, fährt sie um. Alles klar. Gut. Fährt sie einfach um. Schön. So. 2 Züge sind nicht lange, wie man sieht, ne? Das ist überhaupt nicht lange. Das heißt, wir müssen das Ganze jetzt hier mit Zeitstopp machen. Sonst bringt das gar nichts. Uiuiui. So, pass auf. So. Also. Nichts vergessen. Nichts falsch machen. So. Du. Ach, nee. Du. Holst jetzt. Du bleibst jetzt hier, verdammt. Oh, das ist hier wieder weg. So, du holst jetzt dein Schwert raus. Das geht wie lange? Weiß ich nicht, ist auch egal. So. Falaluda. Nicht kreischen, sondern das. 5 Züge. Okay. 5 Züge, dann Dingens drauf und dann eine Heilung machen. Beziehungsweise die Weisheit der Eule, die kann er sich ja holen, wenn er seinen Rettungswurf macht, ne? Hat er denn das Buch schon? Mal ganz kurz zu ihm hier. Wie kriegst du das? Musst du das einfach. Wie war das überhaupt nochmal? Musst du das einfach lesen oder wie geht das? Ja. War das so? Einfach lesen? Ja, genau. You feel its connection. Its longing to be opened. To share its secrets. You open the book to the first page with its shifting glyphs and first page whispers. Weiter, Rettungswürfe. Wenn ich das jetzt anfange, kann ich dann wieder. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe das schon mal ausprobiert, ne? Oder? Aber bin ich nur bis hier oder bin ich nochmal weitergegangen? Sechs, sieben, acht. Ey, wir machen keine halben Sachen jetzt hier. Ich will jetzt kein Risiko eingehen. Nicht, dass ich das Buch nur einmal lesen darf und dann ist alles vorbei. Gut. Er muss jetzt einfach nur lesen. Also, wir sind im Dingensmodus. Jetzt kommst du und holst dein Dingens hier raus. Bam.
Singen. Sing mal. Gadung. So. Jetzt kommst du. Ja, ja. Komm her. Kannst nicht mehr laufen. Wieso das denn nicht? Wieso kannst du nicht mehr laufen? War das... Warst du schon innerhalb der Runde? Gott, ey. Ich hasse es. Obwohl bisher... Ja gut, ne, 5 Züge haben wir. Pass auf, dann... Du machst jetzt See... Du bist nicht dran. Komm mal. Du machst jetzt... Kommst jetzt her. Jetzt fangen wir wieder so. So, jetzt machst du eine Heilung auf ihn. Das war's. Heilung auf Asterion. Wumps. So, jetzt ist er gesegnet. Nochmal einen auf so, Angriffswürfe, pipapo. Und jetzt hoffen wir, dass das so funktioniert. Wenn er jetzt dran ist. Keep a blade close. Nicht wieder weglaufen, verdammt nochmal. Oh, wieso rennt sie denn immer weg? Wieso bleibt sie da nicht stehen? Wir sind hier im rundenbasierten Modus. Du kannst nicht einfach weglaufen, Mann. Fuck. Okay. Hoffentlich kriegt sie das von da hinten hin. Lest das Buch. Wir wollen gar nicht lange warten. Wer weiß, ob das im Hintergrund weiterläuft da. Mach die Seite auf. Mach einen Rettungswurf. Kriegst du jetzt noch? Kriegt er nicht. Weil sie nicht da ist. Bringt das irgendwas? Trefferpunkte, ja. Toll. Oh, fuck, ey. Ja. Ja. The symbols dart beneath your eyes, warping and twisting. Your head throbs. Ich hoffe, du liest jetzt nicht so lange, bis meine Runden alle weg sind hier. Ja, okay. Es wird nicht besser. Den machen wir noch, warte mal. Ja, okay. Sie steht hier direkt um die Ecke, ne? Pass auf. Okay. What? Pass auf. Geht das? Komme ich an dich ran? Bei 2 und bei 4, ne? Aber du kommst nicht an die Kiste ran, so eine Scheiße. Da ist nämlich noch ein Ring drin, der Glaubensdingsbums, oder hat das irgendeiner in der Tasche? Wahrscheinlich nicht. Das hatten wir mal ganz am Anfang, ne? Rede mit dem Amulett, das lassen wir mal lieber. Ich habe der Rat schon mal geguckt, aber das war nicht dabei, ne? Ist bei Intelligenzrettungswürfen, ne? Schild, ne. Es war so ein ganz alter Ring, einer der ersten, die wir hatten. Der konnte nämlich... Der konnte nämlich...
plus 1 auf Attribute oder sowas geben. Hier ist auch noch was. Schneesturm, Entdecker. Nö. Hast du zufällig auch irgendwelche Ringe in der Tasche? Nee, die ist garantiert in der Kiste drin. Hier ist auch noch welche. Warte, oh, warte mal. Goldring. Gedankenabschirmung. Selbstverbrennung. Nebelwolke. Nein, nein, nein. Das ist auch noch einer, oder? Noch ein Goldring. Kommst du hier hin? Kommst du da an? Kommst du auch nicht, ne? Ist alles viel zu weit. Okay. Dann machen wir weiter. Wollen wir das durchziehen? Wir ziehen das durch. Hey, jetzt wird es aber übel. Gut. Oh, siehst du? Das habe ich gemeint. Oh mein Gott. Schwein gehabt. The glyphs scream, branding your mind with strange runes. You see time rewritten, fate undone. Your future thrumming with power. The book snaps closed. You've seen too much. What profane knowledge is now seared inside of you, you should never have known. Was ist denn nun passiert? Das war alles? Moment. Hat er irgendwas bekommen? Nee, hat er nicht. Schön stehen bleiben. Ich bin jetzt etwas verwirrt gerade. Moment mal, jetzt ist irgendwas passiert hier. Irgendwas ist eingebrannt. Ich muss mal kurz den Text lesen. Ich bin ein wenig durcheinander hier. Moment. Dialog, ist das ein Dialog? Ja, genau. Wisdom. Bla bla bla. Die Glyphen schreien und brennen. Merkwürdige Runen in den Verstand. Du siehst, wie Zeit und Schicksal neu geschrieben werden. Deine Zukunft dröhnt vor Macht. Was immer das heißen mag. Das Buch schlägt zu. Du hast zu viel gesehen. Das gotteslästerliche Wissen hätte sich dir niemals einbrennen dürfen. Das klingt ja nun, dass ich irgendwas eingebrannt bekommen habe, oder was? Gehen wir mal auf meinen Charakter-Dingensbogen. Also. Das sieht irgendwie, weiß ich nicht, normal aus. Scharfschütze. Attentatinitiative habe ich auch immer schon gehabt, ne? Ja, ja. Entrinnen. Faustkämpfer, Naturtalente, jetzt auch noch. Siehst du. Günstige Ausgangslage. Ja, ja. Gelegenheit, Glück, Glück. Nachtläufer. Verbotenes Wissen. Du hast die. Ah, du hast die Nekromantie von Tai teilweise entschlüsselt und erhältst daher einen Bonus von plus 1 auf Weisheitsrettungswürfe und Attributswürfe. Das ist toll für ihn, aber sagt mir natürlich, dass ich hätte das Buch lesen sollen besser, wa? Denn ich kann mit Weisheitsrettungswürfen viel mehr anfangen. Aber gut, Attributs... ist aber schön. Was heißt das jetzt? Kann er das Buch noch weiterlesen? Ich meine, noch sind wir ganz gut dabei, ne? Pass mal auf. Nur für den Fall das. Mach du dich mal auf den Weg. Zu der Kiste oder zu der Kiste? Ne, zu der Kiste hier. Wer ist das denn? Ach, die ist ja auch noch hier. Siehst du mal. Bitte nicht wieder wegrennen. Kannst du das nochmal lesen? You've seen much of the book, but its most powerful secrets are guarded by indecipherable glyphs. Ohne Schlüssel. Without a key, they may be locked away forever.
Was für ein Schlüssel? Was denn für ein Schlüssel? Gab es dafür mächtigste Geheimnisse sind durch unverständliche Glyphen bewacht. Hat der Nekromantentyp da unten noch irgendwas gehabt? Um so ein Buch zu lesen? Oh, Entschuldigung. Oh, lala. Um das Buch zu lesen? Ah. Wie auch immer, das werden wir wohl heute nicht mehr hinkriegen, nehme ich an. Ja, das ist auf jeden Fall gut gelaufen. Besser als ich dachte. Deswegen darfst du dich erstmal wieder anziehen, würde ich sagen, wa? Kriegst erstmal deinen Umhang wieder. Kriegst deine Rüstung wieder. Ja. Kriegst deine Mütze wieder. Dein Schwert kriegst du auch wieder. Welches ist denn das? Das? Nee. Das. Ja. Siehst du, war Fala Aluvo doch mal zu was nütze. Ja, ja, ja. So, du hast alles wieder, was du hattest, ne? Ja. Ja. Das hat funktioniert. Wir haben das alte Buch gelesen. Rettungswürfe Stärke ist eigentlich ganz gut für dich, ne? Angreifen plus 1. Ach so, das ist das geschickte Cap plus 18. Das brauchst du wirklich, ne? Damit du... Ja, eigentlich brauchst du es doch nicht, ne? Warte mal. Du machst das ja alles über Stärke eigentlich, ne? Du machst doch eigentlich alles über Stärke. Eigentlich ist Geschicklichkeit für dich doch auch tatsächlich scheißegal. Ja, guck mal, du machst deine Rettungswürfe nämlich alle damit. Du brauchst immer diese Hügeltränke hier, Hügelriesentränke, die brauchst du ständig. Damit du stark wirst. Das heißt, wir können dir eigentlich... Wir versuchen das mal. Wir geben dir mal die hier. Wenn du wieder auf die Fresse kriegst, dann wissen wir, woran es liegt. Dann kriegst du die anderen zurück. So, und das ist ja auch nicht schlecht, ne? Das heißt, der Typ da ist jetzt unsere persönliche Tankstelle. Da werden wir jetzt jeden Tag vorbeigehen und uns satt saufen. So, jetzt sind wir im Lager. Okay, dann werden wir jetzt mal die Lagergespräche führen, wa? Wir haben ja einige vor uns. Einmal müssen wir unbedingt mit Halsin sprechen. Wo ist der denn? Der ist nicht da. Wo ist Halsin? Darf ich dein Gesicht anfassen? Nein. Wo ist Halsin? Der stand doch immer hier. Okay, wir sprechen jetzt einfach mit Yahera. Shouldn't have wished to live in more interesting times. I have something to ask. I suppose this place is no worse for wear than my last lodgings. Though I cannot say the same for myself, I fear. The battle, the escape after. I might need to lick my wounds a while before I can be of use to you. Wollt ihr... Wir wissen das nicht alle? The time for words will come when we lay my harpers to their final rest. I owe them that. Ja gut, mach das mal. But first, I owe them justice. Moonrise must fall. Ja, das hatten wir doch eh schon.
geklärt, oder? Wie was jetzt? You know your task. Eben. Catherick Thorne clawed his way free of death. Find out how, so we can send him back. Mhm. Ja, machen wir. Was hast du denn in der Tasche? Super. Ihr habt auch die ganz geilen Gespräche da hinten, die sehe ich gerade. Darf ich auch mal? Mit mir redest du nie. Was? Take care that thou art not distracted on thy quest, seeking the comforts of the flesh. Wie bitte? Hatte ich das schon mal? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube schon, ne? Recall that in time all becomes dust and bone. Mhm. Ja, finde ich ja gut, dass er schon mal was anderes erzählt hier. No. Hallo Arabella. Hey you. I made it. Easy peasy. Easy peasy, okay. Ja, ich war noch gar nicht da. Noch nicht. Well, hurry. They gotta be somewhere. And I don't want them worrying. Then I'll teach you to conjure those vines. Oh. Ich sollte mich mal waschen. Was hast du nochmal dabei? Oh, mehr als Jahera auf jeden Fall. Okay, tschüss. So, what were you before you were this? There is no before. Aha. So you've always been a bone man. In a sense. Ja, schön, dass ihr zwei euch gefunden habt. Okay. Wenn ich ihn vergesse ich auch immer. Der hat ja auch noch eine interessante Frage gehabt, ne? Bin mal gespannt, wann wir die denn endlich mal lösen können. Hier steht auch noch einer rum. Ne, hier ist doch keiner. Er will immer noch irgendwie wissen, was ist ein Leben wert? Wir konnten ihm bisher noch keine richtige Antwort darauf geben, ne? Aber das wird bestimmt nochmal kommen. Das wurmt mich schon die ganze Zeit, immer noch diese Frage. Wo ist Halsin? Ein Scheiß. Wir schlafen jetzt erstmal. Ja, bitte. Irgendwas, irgendwer, irgendwas zu erzählen? Er ist immer noch nicht da. Wie geht's euch eigentlich hier? Habt ihr irgendwas zu erlabern? Always a delight to speak with you. What can I do? Das ist aber hübsch. Hat sie das sonst auch an? Nee. Das ist so ein Dirndl hier. ist Mistra immer so anspruchsvoll? Ja, das hatten wir doch alles schon. Das hatten wir auch schon, das hatten wir auch schon. So. Well, altes Haus. Wieso kommst du jetzt von da? Du warst doch da, egal. It would take a miracle for Arabella's mother and father to survive them. Aha. But lucky for us, we've got a knack for miracles. Ja, vor allen Dingen du. Let's reunite the girl with her mother and father. She deserves that much. Hab ich ja vor. Ihr habt von eurem Vater erzählt, aber nichts von eurer Mutter. Stimmt das? Hat er doch nichts von seiner Mutter erzählt? Ja, von der weiß ich wirklich nichts. Because there's nothing to tell. She died when I was born. Aha. As a boy, my bond with father was too deep to miss the mother I never had. Now, well, I'd be lying if I said I'd never thought about my mother. What life would have been like if she'd lived? Maybe I'd be living in the city. Maybe I'd never have been forced into this cursed pact. But there's no use lingering on maybes. My mind is on the stories of today and tomorrow. Mhm. Not those of yesterday. Mhm. Komm in die Gruppe! Nein. Okay, aber bitte jetzt noch nicht auch noch eine Quest mit deiner Mutter. Wir haben noch immer deinen Vater gefunden und dann müssen wir auch noch deinen Pakt lösen und alles. Eins nach dem anderen, bitte. Hey, Honey. Speak your mind. I'm listening. Hey, sie wird richtig höflich mittlerweile, ne? Nicht mehr speak.
ich beende alles hier mit, was ist mit der Larve? Ja, Larven lassen wir jetzt erstmal noch sein. Ich glaube, du bist aber bald so weit, dass du mir vertraust. Na? Darling. Darling. I was just thinking about you. Natürlich. Remembering our time together, the things we've shared. And I don't just mean that lovely neck of yours. Was ist denn mit dir los? I'm growing to like the whole package. Honestly. And you clearly like me too. So. Flirtest du jetzt mit mir? Seit wann das denn? Lieber würde ich einen Egel küssen. Wie kommt's? Auf einmal. Wenn ich das jetzt sage, ist derselbe leidig. Ich fühle es. As I was getting lost in your neck. Das ist aber lange, lange her. Your little shakes of excitement. Mhm. You enjoyed it, didn't you? Ich bin gestorben, schon vergessen. Ja, das wollte ich auch noch mal sagen, bitte. Then let me make it up to you. You gave me a wonderful gift. Ja. It's only fair I return the favor. We could take an evening to ourselves, get away from camp, get some privacy. I know somewhere quiet, somewhere intimate, somewhere we can indulge in each other. Interessant. Wie, wo kommt jetzt dieser Sinneswandel her auf einmal? Er war sonst immer derjenige. Darf ich mal kurz? What? Ja. Er war doch immer derjenige. Da, der definitiv am wenigsten Zustimmung hat. Ne? Da würde ich eher erwarten, dass Schattenherz mich anbaggert. Als er. Beziehung ist gut. Ja, er schätzt mich. Ne? Außergewöhnlich gut. Lässt sich sehr leicht überzeugen. Und selbst sie. Ist auch nur schätzen? Okay, aber immer noch mehr als er. Interesting. So. Das klingt verlockend. Wonderful. I just hope we don't have to wait too long before we can steal away. Wir werden But sehen. Once we can, I promise you a night you'll never forget. Hollali. See you there. Darling. Lover. Oh, okay. Ja, sie hat schon ein Ding in der Hand hier. Alles klar. Ja. Interessant. Gut, gut. Machst du mich zum Vampir? Kannst du mich zum Vampir machen? Da müssen wir beide jeden Tag zur Tanke, ne? Ja, gut. So, kannst du eigentlich schlafen bei dem Licht? Musst du wissen. Was willst du denn jetzt hier? Hau ab! War ja schon immer diese große Krone? Ist das neu gekommen mit dem Patch? Wie auch immer. Hello. Lady of Sorrows, guide us. Did you want something? Ja, ich weiß nicht. Ich muss husten. Mikro. Ach, ich mach gerade rechtzeitig. Ich will über alles reden. Wir sollten getrennte Wege gehen. Nee, das ist alles das Gleiche. Hat irgendeiner Hals hingesehen? Verdammt nochmal. Ach, übrigens, mit dir muss ich auch noch reden. Ist sie tot? Nee. Liegt da rum. Okay. apropos, wo du gerade liegst. Ich kann dein Herz leider nicht reparieren, fürchte ich. Copper for your thoughts. Ja. Also wegen unserer... Nee. Okay. Es ist dann einfach so, dass sie liegt da rum. Ja, okay. Hast du noch irgendwas abends zu erzählen? Yes. You have news? Ja, in den letzten 5 Minuten nicht gerade. Sorry. Ja. Das ist alles sehr enttäuschend.
Wo ist der hin? Mann. Einmal nicht da ist, ne? Achso, warte mal kurz. Müssen wir irgendwas umstellen? Heute rennen wir eh nicht mehr los. Das hat sich ja wohl erledigt, ne? Müssen wir irgendwas... Ne, Zauberbuch. Müssen wir irgendwas umstellen? Habe ich alles umgestellt. Ich habe die Glyphe drin. Ich habe den Todesschutz drin. Was? Was ist das? Hülle dich in Schatten, um unsichtbar zu werden, wenn du verschleiert bist. Ist das mit dem Stufenaufstieg dazugekommen? Das habe ich noch nie gesehen. Die Unsichtbarkeit endet, wenn du angreifst, einen anderen Zauber wirkst, eine Aktion ausführst oder Schaden erleidest. Also eigentlich egal, was ich mache, immer. Das ist eine Aktion. Ich kann mich aber nur unsichtbar machen, wenn ich verschleiert bin. Verschleiert bin ich ja eigentlich mit sowas hier, ne? Nee. Ich bring die mal durcheinander. Der da. Nee. Der da. Genau. Nee, ist auch nicht verschleiern. Das ist nur... Na doch, Schleier aus Schatten. Ich weiß nicht. Ist das verschleiert sein? Wahrscheinlich. Okay, dann gehen wir jetzt pennen. Hm. Oh, wir haben genug zu futtern. Was passiert jetzt? Ist sie jetzt eifersüchtig? A parasite grips my mind. My own people hunt me. Ach nee. But I am gnawed by an even greater torment. Doch. You. My thoughts are hallowed ground. Yet you've crawled your way in. Uninvited. I'm obsessed by the ground under your feet and the wind over your head. Hm. I see your face just before I sleep and after I wake. I ask myself, are you worthy? Are you worthy? There is only one way for you to prove it. Proven? Verschwindet! Wie soll ich das proven? Also ein Ich liebe euch will sie mit Sicherheit nicht hören. Das kann ich mir in keinster Weise vorstellen. Unsere Gegner kaltblütig niedermetzeln, ja, das könnte sie erregen, aber... Und immer nachgeben werde ich definitiv nicht. Wir nehmen die Nummer 2. Fine sentiment, but I require more. Ja, sag es doch. We fight. I test you in battle. Dance with me. Bleed with me. Bruise me, so that you might possess me. Wir wollen kämpfen? Ich zeuge euch, dass ich eurer Obsession würdig bin. Ha! Rüstet euch und beweist mir, dass ihr würdig seid. Könnte ich auch sagen. Wie kämpfen wir denn? Hoffentlich nicht mit schweren Waffen. Also eigentlich nehme ich Nummer 2, ne? Zack. Do it then. Make me yours. Kampf beginnen. So. Sind wir... schlagen wir uns jetzt tot? Ich will dich ja nicht totschlagen. Also, vorsichtshalber... Was ist das? Sturzabfedern. Aha. Sollen wir das anmachen? Wir haben genug Regenerationsrollen, was soll der Scheiß? Also. Bin ich gesegnet? Nö, bin ich nicht. Habe ich irgendwas, was mich noch pushen könnte? Nö, habe ich auch nicht. Na dann. Aufs Maul.
Vorübergehend feindlich. Schlag zu. Alter. Lazel's touch is unusually gentle. Alter! Her fingers lightly graze your bruises and wipe away your sweat. No more. I can't bear it. I've torn flesh from monsters and men. I've laughed as they suffered. But you, I don't want to hurt you. I want to protect you. Yeah. For you to protect me. I am yours. Say the words. Welche? I am yours? Blamabel ist auch schön. Wir reden nicht mehr lange, wir küssen uns jetzt. Okay, das ist jetzt also kein Techtelmechtel. Wieso hat die eigentlich... Also, ey. In jedem Kampf haut sie daneben. Immer. Und hier ballert sie zweimal kritisch zu und haut mich sofort tot, ey. Bin ich wenigstens erholt. Ja, alles ist gut. So, sorry, Tyrion. Ich glaube, unser Techtelmechtel ist jetzt, glaube ich, schon vorbei. Jetzt sind wir nämlich, wenn ich das hier so richtig verstehe... Nö, immer noch nicht. Also das ist ein bisschen weiter geworden, ne? Aber ich glaube, wir sind jetzt... Warte mal, ich gehe mal mit ihr sprechen. Ob sie immer noch von Techtelmechtel redet. Speak your mind. I'm listening. Hoppala. Ja? Ich möchte über uns reden, siehst du? Wir sind nämlich jetzt keine Liebschaft mehr. Wir sind jetzt eine richtige... Wir sind jetzt eine richtige Beziehung. Wir haben jetzt eine richtige... Wir haben jetzt keine Affäre mehr, sondern wir haben jetzt einen Bund. So. Schön. Alle wach, alle da, alle munter. Dann gehen wir jetzt... Wohin gehen wir jetzt? Wir gehen das Hals hin suchen. Wo ist der? Wir gehen mal hier aus dem Lager raus. Jetzt sind wir wahrscheinlich wieder bei der Vettel, ne? Ach, warum eigentlich nicht? Also wir brauchen ja eh Blut, ne? Sorry, das müssen wir machen. Nutzt ja nichts. Zack. Nee. So. Komm mal her. Was hast du gesagt? Er ist noch blutleer. Hoffentlich können wir ihn nochmal beißen. Nice. Okay. Ja, das machen wir jetzt jeden Tag. So. Alle wieder zusammen. So, dann gehen wir jetzt wieder in die Welt, aus der wir kamen da. War das Rightwin? Ja, gehen wir nach Rightwin. Jetzt gehen wir hier nochmal ins Lager. In der Hoffnung, dass wir hier das Halschen hier irgendwo ist. Also, wieso ist der weg? Der hat nichts davon gesagt, dass er weg ist. Das ist doch seine Mission hier, die wir jetzt hier gerade machen, verdammt. Außerdem soll er uns erzählen, wo dieser Typ mit den... Der komische Geist da ist, da. Der... nach Koriander riecht, oder wie das war hier, keine Ahnung. Was ist hier los? So. Wir gehen jetzt bitte einmal hier in das Lager. Tada! Tada! Nö. Wie bitte? Ach, die sind am Labern da hinten, alles klar. Ja, Hera ist hier. Hier ist irgendwie niemand. Hier ist der Spiegel. Ich werde bescheuert, der ist nicht mehr da. Wo ist der hin? Komm mal hier hoch. Nicht, dass hier irgendeiner nicht auftaucht, weil ich zu weit weg bin.
Sei da. Der ist nicht hier. Hier bist du auch nicht, ne? Hier oben stehst du auch nicht rum. Was ist denn das hier? Hier ist ja ein richtiges... Hier ist ja ein richtiges Zimmer. Okay. Warum schlafe ich eigentlich nicht in dem Bett? Hm. Der ist nicht mehr da. Wird bescheuert. Wieso ist der abgehauen? Ist der nicht ganz dicht? Ich mach doch hier seinen Scheiß. Ständig erzählt er mir, dass er mir nicht oft genug danken kann für alles, was ich hier gemacht habe. Und dann rennt er einfach weg. Los, such. Such den Druiden. Ja. Was ein Scheiß, ey. Ich hab ihn doch wirklich nicht übersehen, ne? Heb den Schattenfluch. Berichtet Halsin vom Toten... Ist der da? Moment, ist er da? Wo ist denn das? Das ist hier irgendwo lang. Moment mal. Wo soll es sein? Welcher Punkt bin ich überhaupt? Da, der. Nee, das ist ja hier irgendwo lang. Was? Jetzt steht er hier auf einmal rum. Habe ich den Gang die ganze Zeit nicht gesehen? Oh, ein Glück ist er da. So. Wo war ich denn gerade? Ich war da. Ein Glück. So. Hallo, Halsin. The Shadow Curse is upon us. Ja. As foul as I remember it. Perhaps even worse. But with the Oak Father's blessing, we may soon see it banished from these lands. Hm. Mein Gott. Oh mein Gott, so viel Text. Wissen, was du über Taniels Gegenwart im Schattenfell erfahren. Taniel, war das der, der nach Koriander, der Koriander will oder Lavendel oder was das war? Nun sind wir mitten im Schattenfluch. Könnt ihr mir irgendwas dazu sagen, wie man ihn bricht? Ja, auch interessant. Es war sicher nicht einfach für euch, euren Titel abzulegen. Das hatten wir schon. Fühlt euch immer noch zu Hause? Mein Gott. Wir erzählen erstmal von dem Typen, von dem Geist. This is what we've been lacking. Now there's a chance we can find Thaniel and bring him home. Ja, wie denn? What comes next will prove dangerous. Meet me by the shore outside last light. We can do our work there without imperiling others. Jetzt renn doch nicht wieder weg, verdammt. Ich war doch noch gar nicht fertig. Ach, Mann. Diese Druiden, ne? Die sind so ätzend. Wenn die irgendwas im Kopf haben, dann sind die nicht aufzuhalten. Ne? Honey, wir müssen los. Mach dein Schwert klar. Auf geht's. Aber nicht mehr heute. Bleibe ich hier? Ja, ich werde schon nicht außerdem schlafen. Es ist ja alles voll hier. Ja, dann hören wir jetzt hier auf. Ich glaube, das braucht mein Hals auch. Der ist auch wieder kurz am Ende hier. Wir haben das Buch von Tyr gelesen. Zumindest zum Teil. Und das hat gut funktioniert. Außerdem haben wir eine schöne, nette Tanke gefunden, wo wir uns jeden Tag Blut holen können. Und Asterion will jetzt witzigerweise mit uns anbändeln. Und gleichzeitig hat Lizelle unsere, ich sag mal, Beziehung aufs nächste Level gebracht. Indem wir uns schön mit voller Inbrunst und Liebe auf die Fresse gehauen haben. Jetzt haben wir nicht nur unsere Kiefer, sondern auch unsere Herzen gebrochen. Und jetzt bleiben wir beisammen und werden glücklich und so alt, wie man als Krieger halt so wird. So. Und jetzt buffen wir uns wieder hoch mit allem, was wir haben. Und dann gehen wir wieder in den Schatten zurück und gucken uns das Zollhaus an und was da noch so alles war. Aber nicht mehr heute, das machen wir morgen. Ich denke, morgen werde ich wieder normal aufnehmen, wenn meine Stimme mitmacht. Aber ich glaube, das geht gut aus. Habt noch einen schönen Tag. Danke, dass ihr hier wart. Tschüss.